die größten Ausraster und Sprüche im deutschen Fußball. Sehe ich mich. Hat mir Tom heute geschickt? Rein. Schauen wir uns den Film an. Was sie in die Schweiz überwiesen haben. Ich habe gar Geld überwiesen. Was sollen die doofen Fragen? Sind sie in ihrem Kopf nicht normal oder was? Unverschämt an mir so eine Frage zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert. Ich sag's dir ehrlich. Ach Mann. Warum gibt's das heutzutage nicht mehr? Stell mal vor. Hast du Geld in die Schweiz überwiesen? Nein, ich hau dir aufs Maul. Das ist eine Unweg. Das habe ich noch nicht erlebt, sowas Dreckiges. Schicken Sie mir den Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt sowas ansprechen? Ich habe in meinem Leben noch gar Geld in die Schweiz überwiesen. Dreckschwein. Das habe ich noch nicht erlebt, du. Was fällt Ihnen überhaupt rein, mir so eine Frage zu stellen? Ich sag dir ehrlich, macht einen sehr unschuldigen Eindruck. Wenn du keinen Dreck am Stecken hast, dann ist das genau der Weg, wie man auf so eine simple Frage reagiert. Was fällt Ihnen an? Wo wir gerade beim Thema waren. Haben Sie Geld in die Schweiz überwiesen? Nein. Nein, sagen Sie mir das. Sagen Sie mir was. Was fällt Ihnen ein, mir sowas zu stellen? Sagen Sie mir das. Aus welchem Grund? Es ist doch gut. Haben Sie einen Grund? Es ist doch gut. Mir das zu sagen. Sie sind ein Dreckschwein. So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Das ist Kindergarten. Nein, Mario Basler. Max Merkel ist einer, der etwas vorzuweisen hat. Das hat Mario Basler nach seinen Flachschüssen nicht mehr. Der hat wirklich einen fantastischen Spannstoß gehabt. Wenn das Hirn genauso entwickelt wäre wie sein rechter Fuß, dann muss ich ganz ehrlich sagen... Gefickt, Alter! Dann wäre das großartig. Erstmal, meine Kinder wären grundsätzlich keine Journalisten, also das werde ich erstmal versuchen, so hinzukriegen. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören... Oh, das war damals geil. Als Hoffenheim aufgestiegen ist und Hoffenheim richtig Balls auf den Tisch gelegt hat, weil die Herbstmeister geworden sind. Das habe ich gefeiert damals von Rangnick. Der hat richtig Balls auf den Tisch gelegt. Junge, es war richtig geiler Bitchfight zwischen Bayern und Hoffenheim damals. Aber Hoffenheim auch geile Mannschaft gehabt. Vedat Ibisevic, irgendwie 18 Tore oder so in der Hinrunde, war ja dann leider verletzt. Was hatten die noch? Carlos Eduardo Saliovic, die hatten eine geile Mannschaft. Ich kann nur dazu sagen, wenn sie flotte Sprüche... Und Schalke holt mal wieder den schlechtesten von den Shinedu Obasi, der irgendwie 3,5 Spiele macht, ey, geil. Wenn Sie hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier. Erstmal schnell in die Kabine gerannt. Hatten Sie einen Wut auf Ihre Mannschaft? Das haben Sie vielleicht falsch gesehen. Ich kann gar nicht schnell laufen mit meiner Hüfte. Das ist alles bla bla bla, ist das doch. So gut. Alles bla bla bla. Alles bla bla bla. Ein Wöns und ein Kovac, die sind weg nächstes Jahr. Geil, geil, Legende, Legende. Würden Sie sagen, die Mannschaft ist stark verunsichert? Ja, ist doch normal. Ich meine, dass in so einer Phase ist natürlich kein Selbstvertrauen da. Das ist ja logisch. Sind Sie selbst auch verunsichert? Ich? Ja. Nö. Warum? Weil Sie heute bei dem einen oder anderen Gegentor nicht den sichersten Eindruck machte. Das ist man von Ihnen eigentlich nicht gewohnt. Wo war ich unsicher? So gut. Beim 1:0 hätten Sie den Ball durchaus halten können mit der linken Hand und beim 2:0 kommen Sie raus und das Gegentor resultiert. Ja, mei, so Phasen gibt's ja mal, ne? Wenn's scheiße läuft, läuft scheiße. Also, Sie geben sich schon eine Mitschuld an den Gegentreffer. Ist mir scheißegal. Petition. Petition. Wir brauchen mehr solcher Interviews in der modernen Fußballwelt. Mehr. Dann doch. Was? Dann doch ein kleiner Verlust im Hinblick. Immer jedes Mal, wenn wir Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was? Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview. Skandal! Warum haben Sie sich über den Schiedsrichter so aufgeregt? Weil der Scheiße gepfiffen hat. Sind Sie Erich Ribbeck? Erich Ribbeck? Das ist der neue Bundestrainer. Den kannte ich nicht. Alter, wie peinlich. Den kannte ich nicht. Vor allem halt so richtig dieses: Wen? Was willst du von mir? Das ist der neue Bundestrainer. Oh, Scheiße. Erich Ribbeck, das ist der neue Bundestrainer. Das ist geil. Netzer und Delling, Junge, das war ein Legenden-Du. Ein Legenden-Du. Ich liebe gar nichts. Und nehmen Sie schon. Ding Dong Dang. Nicht nur Ding. Sollte man ihm
einen Trainingsanzug von Schalke geschenkt. Weil er da vielleicht ein bisschen besser drin aussieht als im Anzug. Rest in peace. Ach, das ist Lins letzte Chance im Profifußball. Ist das Ihre letzte Chance im Profifußball? Für sich selber auch? Dass Sie sagen, also Gladbach, wenn es geht, dann in Gladbach? Aber ich meine, ich weiß nicht, was der Blödsinn soll. Also, welcher Blödsinn? Ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich weiß nicht, wo Sie jetzt zum Beispiel schon überall gearbeitet haben. Hm. Sie haben auch schon verschiedene Sinn. Vielleicht ist das Ihre letzte Chance hier, der Doppelpass zum Beispiel? Ja, Fußball möchte ich später nichts mehr zu tun haben und ein Trainerberuf kommt für mich wahrscheinlich nicht. Ich wollte mir. Ja gut, Franz. Ja gut. Weiß ich nicht. Ist der Beckenbauer nicht sogar einer der ganz wenigen Spieler, die irgendwie als Spieler und als Trainer die Weltmeisterschaft geholt haben? Oder ist er sogar der Einzige? Irgendwie sowas habe ich da mal gelesen. Aber der Franz ist der Kaiser. Ja, mei. So Phase gibt's halt mal, ne? Wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße. Und ein Trainerberuf kommt für mich wahrscheinlich nicht. Ich wollte mir heute erst die Bälle selber aufs Tor schießen, damit ich mich endlich mal auszeichnen kann, aber... Kann ich auch nicht machen. Also das. Digga, so geil! Warum gibt's das nicht mehr? Ich hasse den modernen Fußball. Ich will solche Interviews sehen. Mach heute ein Interview, die ganzen scheiß sozialen Medien voll. Alle kriegen kleine Pimmel, alle kriegen kleine Eier. Oli Kahn, so arrogant. 20.000 Euro Strafe. Disrespect, da soll mal die DFL ein Strafgeld an. Mann, Alter. Kann, so geil sowas, Alter. Kann ich auch nicht machen. Also das ist der Grund, warum ich mir hier dieses Spiel angeschaut habe. Jetzt noch zum Spiel selber. Ja, also machen wir, glaube ich, nochmal neu. Machen wir nochmal neu. Hier in New York, I am happy, I can't. Nein, das, nein. Nein, den Clip habe ich gebraucht. Den Clip habe ich gebraucht. Den Clip habe ich gebraucht. Oh, fuck, zurücklehnen, genießen. Next year for play soccer. For take a good season with the Metro Stars. Mario hatte... Da fehlt aber richtig viel. Da fehlt richtig viel. Ey, gibt's den noch? Warte, ich muss den kurz einwerfen, weil ich weiß nicht, ob der drin ist. Arabisches Fernsehen, wer kennt den? You play with me like tiny child. You play with me, na, I come here with the airplane. Junge, das ist so gut. Es ist so gut. I lose all my evening. No, sorry, hey, I tell you now something. I stay only in Munich for this fucking job tonight, because I cancel my, I come down, sorry. You give me nothing. Sorry, you think you can play with me? I'm not a child. I respect you a lot. I respect, you don't respect me now in this moment. Okay, finish, it's okay. Sorry, hello, my friend. I like to explain you something. I changed my plane to make a favor for Al Jazeera to Mr. Nasser. I cancel my trip to London today. For tomorrow. Sorry. You don't have to result it anymore for me. Sorry. I cannot accept this what you was doing today. First, you must to prepare yourself better. This is the first. And I lose in this moment where I'm travel around the world. And I have my plan to go to London. Now I must go tomorrow, yes, to be here for nothing. I was here. Geil ist das. Geil. Ist das geil, Alter. Gestern? Ja, gestern Morgen aufgewacht und hatte eine Verhärtung. Ich habe mich gefreut, als das Ding dann in der 60. drin war. Ja, ich habe gedacht, mein Gott, jetzt haben sich die 5 Millionen rentiert, die ich hier Jahr für Jahr kriege. Zu frisch. Legende, Junge, Legende. In der 60. drin war. Ja, ich habe gedacht, mein Gott, jetzt haben sich die 5 Millionen rentiert, die ich hier Jahr für Jahr kriege. Zu Frau Strunz möchte ich nur zwei Sätze sagen. Eigentlich gehört sie nicht hierher, aber ich hoffe, dass der Stefan genug Geld hat, sie ewig mitfinanzieren zu können. Denn zuerst schmeißt sie sich dem verheirateten Thomas Strunz an den Hals. Als dann das Geld ein bisschen weniger wird, geht sie zum Stefan Effenberg. Und über 50 ist und wird morgens wach und es tut nichts weh, dann ist man tot. Nur so viel sagen. Wenn wir gestern so gearbeitet hätten wie meine Frau heute, dann hätten wir mit Sicherheit 10 Uhr gewonnen. Weird Flex, Bruder. Weird Flex. Freut es Sie für Dante, dass er getroffen hat?
Ich sag's ihm, wie es ist. Es ist mir scheißegal. Wenn es der Brauers gemacht hätte oder unser Keeper, würde ich mich genauso für die freuen wie für Dante. Wischer, das sind auch immer so dumme Fragen, Alter. Du machst ein 1-0 in der 90. Minute. Wie sehr freuen sich, dass Spieler XY getroffen hat? Ja, Bruder, ist mir scheißegal. Hauptsache, wenn man ein Tor, Alter. Von mir aus ist es ein Eigentor. Juckt mich doch nicht. Was willst du von mir? Was bedeutet dieser Sieg jetzt für sie? Ja, 3 Punkte, hä? Bruder, bist du dumm? Aber, ja. Wie sehr freuen sie sich? Ich freue mich sehr. Okay? Ja. Ja. Das ist immer dummes Gelaber von Journalisten an. Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Sollen wir jetzt hier die Klamotten vom Leib reißen und Schalke brüllen? Oder? Ich hab den Ball schon irgendwie entwickelt er Eigenleben und troppelt wieder weg. Und Juskovic steht da, schießt ihn rein. Aber Schiedsrichter hat zu Recht auf Torwartbehinderung entschieden. Weil ich glaube, Juskovic hat mich ziemlich angebrüllt. Und da habe ich mich so erschrocken und von daher war es Torwartbehinderung. Weil es ein Kopfball war und der war jetzt gar nicht mal so schlecht, aber auch der fast von der 16-Meter-Linie, also das kann auf Dauer so nicht gut gehen. Ja, dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, da spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen. Ja, natürlich, weil ich ja hoffe, ja, dass wir noch eine spannende zweite Halbzeit sehen, da sie das nicht hoffen, ganz offensichtlich. Sie sind der Experte, Betonung liegt auf Ex. Ja, klar. Ja, es ist so ein Legenden-Du, Junge. So ein Legenden-Du. Sind der Experte, Betonung liegt auf Ex. Erklärungsversuche, als schon fast alles zu spät war. Der Elfmeter und die Reaktion von Frank Rost. Nix wie weg. Der Buhmann war mal wieder der Schiedsrichter. Der hat gegeben jeden Freistoß gegen uns. Das ist keine Frauenfußball. Und zum Schluss, was das hat der Lazio gemacht? Für mich, das ist keine Weltmeister. Das ist ein Alibi-Spieler. Der liegt der Spieler von der Leverkusen und der spielt weiter das Spiel. Dadurch, sie kriegen eine Elfmeter und ein Tor. Ich sag dir aber ehrlich, so polnische, russische Akzente und so feiere ich ja mies, ne? Finde ich absolut geil. Sehe ich mich einfach. Danke nochmal für 5 Community-Subs. Kuss. Das ist für mich ein Skandal. Und was ist mit Ihrer Tätlichkeit gegen Bredaric? Welche Tätlichkeit? Ey, der spekuliert auf nächste rote Karte. Der liegt auf dem Boden, der nimmt selber rote Karte. Welche ist das Tätlichkeit? Hast du einen der Spiel gesehen? Ja, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden auf der Tatsache bist. Ein bisschen rübergeguckt zu den Bayern. Das ist absoluter Schwachsinn. Das sind irgendwie für mich so wirklich absolut blöde Journalistenfragen. Ich habe mich auf mein Spiel konzentriert. Warum soll ich rüberschauen? Was sie immer wieder da versuchen hineinzuinterpretieren. Wirklich, er geht mir völlig auf den Keks. Ich muss mich um meine Mannschaft kümmern, um mein Spiel kümmern. Nach dem Spiel kann ich rüberschauen, aber nicht während. Kann das auch in meinen Journalistenkopf reingehen oder soll ich dann noch schriftlich mitgeben? Krug so. Wir sollen mal drüber reden, es ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Einmal, nur für eine Richtung. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns. Eine katastrophale Leistung der Bayern, vor allem in der ersten Halbzeit, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ist das jetzt Ihr Ernst oder wollen Sie mich verarschen? Aber unter der Woche, vor allem bei unseren Trainingseinheiten, noch viel mehr Leute. Wenn es jetzt nicht holt, werde ich Schalke. Hat auch einer gesagt. Das war einer von 3000 Leuten diese Woche, der kein Autogramm. 3000 Leute haben Autogramm bekommen und er nicht, obwohl er ein gelbes Trikot anhatte. Man darf nicht vergessen, da stehen auch Kinder in der Nähe. Ich sag da gar nichts zu. Eier! Die Mannschaft hat sich nicht gewehrt. Die Mannschaft hat nicht das gezeigt, was wir schon seit Wochen eingefordert haben. Habe ich Sie richtig verstanden? Ich sage ja Eier, wir brauchen Eier. Sie wissen, was das heißt. Ich habe ja mein erstes Länderspiel in Südafrika gemacht und es ist ja eigentlich eine beeindruckende Begegnung, Nelson Mandela die Hand zu schütteln. Nur als er dann sagte, ich sehe aus wie Steffi Graf, da war ich doch etwas schockiert. Sie reagiert spontan auf diese Kritik von Miroslav Klose. Das war keine Kritik von Miroslav Klose. Ich habe mit Miroslav Klose heute... Sieht aus wie Steffi Graf, da war ich doch etwas schockiert. Sie reagiert spontan auf diese Kritik von Miroslav Klose.
Das war keine Kritik von Joris Klose. Ich habe mit Joris Klose heute gesprochen und die Kritik in den Zeitungen stimmt nicht und ich habe mit denen ausgesprochen und die Meinung von Miro ist mir wichtig und was in den Zeitungen stimmt, war einfach... Meine erste... By the way, ganz weird, das habe ich euch gar nicht erzählt. Lukas Podolski ist auch ein komischer Kauz, ne? Ich muss es jetzt nachgucken. Ganz wild. Wir haben den ja in der Forest Green Karriere geholt, ne? Erinnert ihr euch? Das war im August? 1. September habe ich ihn in der Story erwähnt. Wisst ihr, wann Lukas Podolski mir geantwortet hat auf die Story, die der halt dann schon safe nicht mehr sehen konnte? Am 22. Dezember. Ehrenmann. Ehrenmann, sag ich euch ehrlich. Schickt da einfach mal einen Daumen rüber. Macht mal gut. Also rote Karte sozusagen als Trainer. Die fand ich besser. Da bin ich sogar ein bisschen stolz, nur auf die eine, weil für alle anderen nicht. Das war dann eher peinlich, wie ich mich da verhalten habe. Aber da bin ich zum Linienrichter gegangen, als Schiedsrichter, als Stand gegangen und habe gesagt, ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei. Huch. Huch. Ey, man kann ja sagen, was man will über Klopp, ne? Auch als Schalke-Fan, der Typ ist halt einfach eine Assi-Legende, Alter.